Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Samstag, es ist arschkalt. Wir haben es 7:45. Jetzt geht's nach Berlin zum Treffen mit Raoul Krauthausen. Ich bin leider schon ein bisschen spät dran, weshalb wir das jetzt alles ein bisschen schneller machen. Ich trinke noch eben schnell meinen Kaffee, habe meine Jacke schon auf den Schoß. Ich bin froh, dass ich eine Standheizung im Auto habe, sodass es dann die Fahrt über schon sehr warm ist und ich die Jacke jetzt erstmal nicht brauche. Und ich bin sehr froh, dass ich mir damals in Amerika eine Cappy gekauft habe, die ich jetzt heute dann doch mal nutzen kann. Es ist ja doch ein bisschen kalt und ohne Mütze bin ich nicht stylisch. Alle haben sie mich belächelt und ich habe es geil gefunden. Heute kann ich sie dann zum ersten Mal wirklich nutzen. Meine Styler Cappy mit Ohrenwärmern. Also, jetzt geht's los. Bitte anschnallen, zurückbleiben. Berlin, willkommen. Ciao. Ja, arschkalt und das Auto will erstmal nicht. Stopp! Die Batterie ist ein bisschen schwach auf der Brust, da meine Anlage so groß ist, weshalb ich eine Powerbank brauche, um das Auto zu starten. Kalt? Sowas von. Arschkalt. Also ich kann euch definitiv empfehlen, wenn ihr eine Batterie für ein Auto braucht, kauft euch eine Markenbatterie und nicht irgendwie so ein No-Name-Produkt. Ich habe mich geärgert, da es bei minus 10 Grad mit der Batterie jetzt nicht so klappt, obwohl die eigentlich gut voll sein sollte. Naja, so ist das halt manchmal. Und ready, dann geht's los. Ah, Abfahrt! Tritt drauf! Berliner sind lustig. Verkehrszeichen sagt, die rechte Spur ist gesperrt. Alle fahren sie rechts. Hier links ist. Hier gleich an der Seite? Ja, irgendwo, wenn du da parken kannst und nicht hinten rauskommen, ja. So, ich bin da. Lustiger Tag in Berlin. Ja, Currywurst bei Curry 36. Da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Thank you.
So, der Eskimo ist zu Hause angekommen. Ja, war leider nicht ganz so, wie ich es mir gedacht habe. Das Treffen schon, aber jetzt das mit dem Video. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen was für euch zusammenschneiden kann. Ansonsten habe ich auf jeden Fall eine Menge Erfahrung gehabt, wie ich die Kamera eventuell im Auto halte, etc. pp. Ich werde Videomaterial sichten und dann ja, veröffentlichen oder auch nicht. Vielleicht auch nur einen kleinen Teil. Spätestens, wenn ich das nächste Mal wieder mit dem Auto so eine lange Tour mache, habe ich dann auch die neue Kamera. Und dann habe ich auch die Halterung im Auto, sodass ich die Kameras hin und her switchen kann. Oder auch die andere hier oder da oder jenes. Ja, damit ich ein bisschen Variation reinkriege, weil meine Fahrerin kann das während der Fahrt nicht. Die soll sich aufs Auto konzentrieren. Und ich bin natürlich gehandicapt. Naja, shit happens, weiter geht's. Also, ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Cheerio.